Omar Traoré nach dem 3:1 Heimsieg bei uns. Omar, heute Geburtstag. Dazu natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch und dann Sieg. Wie ist das Gefühl? Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Das Gefühl ist natürlich überragend. Also ein besseres Geburtstagsgeschenk gibt es, glaube ich, nicht. Aber vor allem als Team so diese Serie aufzubauen, war sehr, sehr wichtig für uns. Wir wussten, dass mit Aue ein starker Gegner kommt. Und das Spiel hat wieder gezeigt, was uns stark macht, dass wir da nie aufgeben, auch nach dem 1:1 nicht. Und dann hat man in der zweiten Halbzeit mit den Fans im Rücken gemerkt, dass uns das ein bisschen leichter fiel. Und dann haben wir noch 2 Tore gemacht und verdient gewonnen, denke ich. Lass uns einmal kurz ins Spiel gucken. Ich glaube, ihr kommt super in die Halbzeit rein, habt den Lattenkopfball, habt sofort das Tor. Da war das Gefühl erstmal sehr positiv, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen. Haben dann auch das Tor ziemlich früh gemacht und ein bisschen ärgerlich natürlich mit dem Elfmeter. Das kann passieren, dass wir dann das 1:1 gekriegt haben und dann war es auch nicht so ganz einfach in der ersten Halbzeit. Aber wir haben uns reingekämpft, Stück für Stück ins Spiel und deswegen sind wir glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Beim 2:1 habt ihr ein bisschen Glück gehabt, da war Aue durchaus auch gut im Spiel, der Ball ist abgefälscht. Vielleicht dann so ein bisschen der Gamechanger heute, weil danach wart ihr wieder richtig gut im Spiel und habt dann auch verdient, das 3:1 zu geschossen. Ja, ich glaube schon, also das war schon ein bisschen so der Dosenöffner dann am Ende, das 2:1. Ja klar, Glück gehört auch dazu, Luki macht öfter mal solche Tore, muss man auch sagen. Und dann die Entscheidung war wichtig, dass wir den Sack dann auch früh zumachen, weil die letzten Spiele haben wir dann auch 2:1 gewonnen die letzten beiden und bis zum Ende dann immer so ein bisschen gezittert, aber jetzt haben wir das schon früher entschieden gehabt und das ist auch ein Lernprozess, eine Entwicklung, die man da sieht und deswegen war es sehr wichtig, das 2:1 schon. Ja. Wie feiert man jetzt so einen Heimsieg an seinem Geburtstag? Ich glaube mit Freunden ein bisschen, war schon sehr schön vor der Kurve da ein Ständchen zu kriegen, vor den Fans. So. Also na klar ist das doch was Besonderes für mich, ich bin hier geboren in der Stadt und es ist einfach schön, hier zu spielen. Dann, so, ne? Und ich glaube mit Freunden, Familie, das Übliche. Dann wünschen wir dir einen angenehmen Abend. Danke dir, Omar. Danke auch.